kenne ich. Kennst du? In zwei verschiedenen Varianten. Nico kennt alles. Einmal mit der Flasche. Und dann gibt es das noch in der, ja, normalen 0,33er S-Bahn-Flaschenvariante. Prost. Das ist unser Bier zwischen Elbe und Eider, Nordsee- und Nordostseekanal, mitten im Urlaubsparadies. Brauen wir unser einzigartiges Dithmarscher, frisch von der Küste. Mahne dabei schon mal. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, also Bier, deutsch 3-Netz-Gebot, ja. 0,33er, 4,8%. Nochmal eine kleine Landkarte aufgemacht, damit man sich ungefähr vorstellen kann, von wo es kommt. Das sieht aber ja nicht, wo ich jetzt bin. Privatbrauerei Karl Hinz, Mahnen, Holstein. Schöne Grüße gehen raus. Gebaut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ja, haben wir schon. So, natürlich, ich bin süchtig, Alter. Ich will auspacken. 4 voll Punktzahl. Wie? Warum denn? Also, die hat, guck mal hier. Was ist das? Hier ist die Gerste. Ah. Das ist golden, da ein bisschen rot drin. Die Bierflaschen Edelöffnung, sag ich jetzt mal. Noch was? Du kannst nicht verlieren. Auch wenn dein Griff nicht so. So. Was sagst du? Ja, ey, der fest denn so. Na egal. Denk nicht. Und wenn ich jetzt so halte auch. Mhm. Kann ich jetzt auch verlieren. Also wenn du mal ein bisschen Schwäche hast, dann machst du. Hast du trotzdem. Ich hab keine Schwäche. Also 4 Punkte. Ja, 3 Punkte oder was? 4 Punkte. Dithmarscher, 90 Cent. Für 0,33, ja. Das ist unter 1 Euro. Da haben wir noch nie einen Unterschied gemacht. Na klar, wir sind 0,33 und sonst 0,5. Wir haben mal gemacht, über 1 Euro ist 0, unter 1 Euro ist 1 und unter 50 Cent. Genau, ist ja über 1 Euro. Ist 2. Was ist über 1 Euro? Na, das Bier. Wenn 90 Cent kostet. Das ist zu teuer. Na, wenn das eine 0,5er Pulle wäre. Aber du musst ja hochrechnen auf 0,5. Das ist über 1 Euro. Ich hab jetzt mal überschlagen. Aha. Das ist auf jeden Fall zu teuer. Wenn man das so sieht, dann ist das zu teuer, ja. Aber ich glaube, das müssen wir mal ändern. Augensucht oder auf Flucht? Jetzt können wir erstmal aufmachen. Das ist das Geilste. Boah. Lass bloß den Tisch hier ansehen. Vielleicht gucken wir uns mal neu hin. Von Button, ja. Okay, ich bin das so auf dem Feld einen schönen Stein. Dann wollen wir den hier rissen. Ja, ich hab ein Auge, wa? Ja, naja. Schöne Farbe, schön klar. Der ist nicht gut, der Schaum. Der ist gut. Wo ist denn der gut? Aber nicht so gut wie die anderen. So viel haben wir ja nicht. Von anderen oder was? Gorm Liebe oder Gorm Liebe? Prost. 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 Ja, Hinz. Jo. Also, das haben wir gestern auch schon mal getestet. Das schmeckt wie nach Hause kommen. Also 6 Punkte. 8. 10. Nein. 9 maximal. Oder 8. 8 oder 9. Das sind auf keinen Fall 10 Punkte. Na, 8 Punkte oder halt? Alter, ey, 9 Punkte. 9 Punkte oder ist Schluss für heute? Ja, und mach ich an dich hier. Was ist denn schon wieder so? 8 Punkte. 9. Ist da 18 rein oder halt? Das schmeckt halt einfach. Das ist wirklich, das ist richtig lecker. Special Points. 2 Punkte oder halt? In dem geilen Verschluss. Verschluss? Aufschrift? Ditte, die kleine Geschichte. Und weißt du, was das Jute ist? Das ist wirklich ein Top-S-Bahn-Bier. Weil wenn du ein bisschen länger brauchst, 5 Minuten, ja, dann machst du zu und gehst in eine andere Bahn. Fertig. Kannst nichts verkippen, wenn es umfällt, kann ich rauslaufen. Also es ist ein perfektes S-Bahn-Bier. Ja, du stellst es unten hin. Wie oft ist das passiert? Man fährt mit der Bahn. Wie oft ist das dann passiert? Nein, jetzt seitdem ich keine Bahn mehr fahre, nicht mehr, aber. Hier, falls du dein Bier nochmal aufmachen möchtest. Mhm. Auch ein Pluspunkt, du brauchst die KKP1 nicht.
Jetzt machen die Kartenpapier eins nicht schlecht. Die rote Zora. Red Sonja. Wobei das der eigentlich auch Quatsch ist, wa? Bei so einer kleinen Pulle so ein Verschluss. Ich finde das nicht. Ich finde das kein Quatsch. Ich finde das gut. S-Bahn-Bier mit so einem Verschluss ist doch top. Du ziehst doch sowas in einer Minute weg. Da braucht man doch nicht so einen Verschluss. Ich bin doch nicht andere. Wer ist denn andere? Kennst du? Der war doch gerade hier. Oder bei der Arbeit zum Beispiel. Wenn er kommt, musst du schnell schließen. Ja? Bringst du schnell raus. Pause. Oh, der Chef. Moin. 24 von 30 Punkten. Ganz knapp. Gold. Gold, ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vor Gieren gegen Dieben, welches es nach diesem hervorragenden Hopfentrank dürstet. Sehr leckeres Bier. Ein, wie ich finde, rundum sorglos Paket. Ja, vielen Dank, Herr Hinz. Und was gibt's beim nächsten Mal? Ja, mein Keller. Also ich habe schon zwei Bier in Aussicht. Also, eins im rechten, eins im linken. Oh, ja. Jetzt mal eine Brillung gehabt. Jo. Ja. So. Boah, Alter Schwede. Ist das gut, wa? Nee. Ach komm. Ja, ich freue mich schon. Ha. Holsten knallt am dollsten. Also, ja. Keine Ahnung, wo ich mir dann seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei. Bis dahin. Wir werden sehen, ob Jens mitmacht beim nächsten Mal. Er hat schon so komisch geguckt. Wir werden das testen. Für euch. Nur für euch. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Bis demnächst.